Es geht um Frisuren, um Haare, um Dicke, um Dünne, um Gesichtsformen, um all die Probleme rund um die Haare. Tausend Frisuren und welche ist für mich die richtige? Ich helfe Ihnen, vielleicht die richtige zu finden. Hallo Ladies, ich freue mich, dass Sie da sind. Haare und Frisuren sind immer wieder ein Thema und so möchte ich eine Frage aufgreifen von Simone und sie hat geschrieben, Hallo Frau Fuhrmann, ich würde mich freuen, wenn Sie das Thema Haare aufgreifen würden. Es formt ja jedes Gesicht. Wie wird es stärker und gibt es Alternativen zum Färben? Und welche Frisuren lassen gewisse Probleme kaschieren, wenn man welche hat? Liebe Grüße. Ich versuche darauf zu antworten, liebe Simone. Also bevor man sich in irgendeiner Form mit einer Frisur beschäftigt und mit irgendwelchen Kopfformen, sind die Haare, die Struktur der Haare das Entscheidende. Und dann ist es der Mut. Und ich finde, der Mut kommt da gleich an zweiter Stelle. Man kann sich natürlich dafür entscheiden, dass man das macht, was alle machen. Oder man kann sich dafür entscheiden, dass man sagt, nein, meine Haare sind einfach so und so. Und dann mache ich es individuell. Als ich immer wieder Fragen zu den Haaren gekriegt habe, habe ich mal einfach so ein bisschen gegoogelt, was so internationale Visagisten dazu sagen und Friseure. Natürlich gibt es diese Schablonen, dass man die Gesichtsform in die eckigen und in die Spitzen und in die Runden und die Ovalen einteilt. Ja klar, aber dann fand ich raus, es ist erstaunlich, dass die meisten Frisuren, die dann immer angeboten werden, sind irgendwelche weichen, spielerischen Haarformen. Und ich war ganz erstaunt, dass es für die Ovalen und für die Langen und für die Herzförmigen eigentlich mehr oder weniger die gleichen Empfehlungen gibt. Also weiche Formen. Und ich finde ja sowieso, je älter wir werden, ich sage, je älter ich werde und je älter Sie vielleicht auch werden, desto weicher und desto kaschierender soll eigentlich die Haare sein. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein ganz starkes Doppelkinn hat, dann ist es natürlich super von Vorteil, dass man ein bisschen die Haare hier unten reinkriegt, anstatt dass man sie ganz oben kattet, weil es dann natürlich mehr rauskommt. Stellen Sie sich doch einfach mal vor den Spiegel, machen Ihre Haare zurück und gucken dann in den Spiegel rein. Sie nehmen alle Haare so zurück und schauen rein in den Spiegel und sagen, okay, ganz gerade die Nase in der Mitte, okay. Und sagen Sie, was habe ich für eine Gesichtsform? Und dann könnten Sie, wenn Sie Lust haben, könnten Sie davon ein Screenshot, also mit anderen Worten ein Foto machen von oder Sie fotografieren sich im Spiegel oder was auch immer und markieren dann praktisch diese Punkte hier oben und auf der anderen Seite und hier dann die Wangenknochen und hier und dann verbinden Sie diese und das Kinn natürlich auch noch. Und dann verbinden Sie diese Linien mal miteinander und dann sehen Sie, was so im Groben, das sieht man dann, ob man zum Beispiel ein viereckiges oder ein sehr schmales Gesicht hat. Ob das Gesicht zum Beispiel, wenn Sie da Ecken rummachen, Punkte rummachen und das verbinden, sehen Sie das, ob Ihr Gesicht breit ist oder ob es im Verhältnis länger ist. Die Stirn, wie hoch die ist und so weiter. Und dann kann man einschätzen, wenn man zum Beispiel jetzt eine unheimlich lange Stirn hat, möchte die kaschieren, ist natürlich ein Pony die erste Wahl. Und dann können Sie entscheiden, wie liegen die Haare, dann kommt die Struktur wieder zum Einsatz. Wie liegen meine Haare? Wie viel Haare habe ich? Kann ich mir wirklich einen guten Scheitel leisten und die Haare einseitig tragen? Nervt's mich, wenn ich die Haare lang trage und ich muss ständig so machen. Es gibt Menschen, es gibt Frauen, die unentwegt die Finger in den Haaren haben, weil bei jeder Kopfbewegung die Haare wupp vorne reinfallen. Ich würde das nicht aushalten, aber es gibt schicke Frisuren, die so sind. Also Pony machen und dann macht man geraden, macht man einen runden und dann lassen Sie sich dann vielleicht von Ihrem Friseur beraten. Aber haben Sie eine Meinung dazu, wenn Sie zum Friseur gehen? Das finde ich immer ganz wichtig. Einfach sich das vorschlagen lassen, aber dann eine Meinung haben. Wenn Sie zum Beispiel sehr dünne Haare haben, ach nee, gehen wir zuerst auf das andere. Zuerst vielleicht noch, was traue ich mich? Und vor allen Dingen, was kann ich machen?
was sagen da die anderen dazu? Dieses Thema, das sollte man vollkommen außen vor lassen, was die anderen dazu sagen. Sie fragen die anderen nicht und wenn jemand sie fragt, dann sagen sie einfach, das ist meins, ganz einfach. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, kein Tabu für Frisuren im Alter. Es gibt unheimlich toll und schick edel aussehende Damen, die einen Pferdeschwanz tragen. Manche zum Beispiel komplett glatt nach hinten die Haare und zusammen. Das sind so diese Ballerina-Frisuren. Die haben dann meistens noch einen Knoten. Gucken Sie mal, ob Ihnen das gefällt. Da braucht man natürlich auch eine bestimmte Haarlänge dazu, dass das funktioniert. Also lauter Kriterien, die ineinander reinspielen müssen. Wenn Sie den Schnitt, der so nicht wirklich sehr individuell, aber doch sehr gleitsam ist, sind einfach ganz stufig geschnittene Frisuren. Das heißt, Sie nehmen die Haarstruktur, die Sie haben und die Haardichte, die Sie haben, machen einfach möglichst viele Treppen rein. Dadurch fliegt das Haar so flauscht ein bisschen und kriegt durch die Stufen natürlich keine Schwere. Die Haare ziehen nicht dran und Sie haben die Möglichkeit, dass Sie reinsprayen, dass Sie alles Mögliche machen, Schaum reingeben, dass die Haare schön locker liegen und dann haben Sie eine super Frisur. Wenn Sie zum Beispiel auf diese Seite mal gucken, da sehen Sie diese flauschigen Frisuren, kurze Schnitte und einfach sehr gestuft. Das schmeichelt und das ist auch bei diesen verschiedenen Gesichtstypen die meistgetragene Frisur, auch von Promis stellenweise. Und die anderen? Sind die langen, die um den Hals schmeicheln, die überall einfach locken und weich und ja, auch bei Älteren. Aber das ist eine Frage des Typs, verstehen Sie? Es ist einfach, sind sie geschminkt, sind sie nicht geschminkt? Wenn jetzt diese Schnitte einfach nur runterhängen würden, lange Haare einfach nur so, das sieht man immer mal wieder. Es ist Geschmackssache, aber das sieht, ja, es sieht einfach ein bisschen seltsam aus. Da gehört der ganze Auftritt drumherum. Ja, es ist ein Auftritt dann. Und dann passen solche Frisuren. Und man kann natürlich sich die Haare bunt machen und man kann auffällig sein mit den Haaren. Alles ganz wunderschön, solange es einem steht, solange es einem gefällt. Und ich finde, man darf alles. Man darf sich vor allen Dingen nicht von anderen beeinflussen lassen und sich sagen lassen, das kannst du doch nicht mehr tragen. Gibt es einen Grund, warum nicht, wenn der Rest dazu passt? Ich finde, nein. Ich glaube, es gibt so viele Haar-Styling-Produkte, wie es Probleme gibt oder noch mehr. Es gibt für alles was und man sieht aus dieser riesen Palette ja schon, dass es eine wirkliche Herausforderung ist, mit den Haaren das zu kreieren, was man gerne hätte. Und manches Mal muss man sich der Haarstruktur unterwerfen. Es hilft alles nichts. Und dann muss man eben einfach einen Kompromiss machen zwischen dem Gesicht und zwischen der Haarstruktur. Und probieren Sie das mal aus mit den Punkten und überlegen Sie, was möchten Sie kaschieren von diesen Punkten. Solche Pauspacken, dann nichts wie hier die Fransen reinziehen. Ein Doppelkinn ein bisschen länger lassen. Und dünne Haare möglichst auch bei länger stufig schneiden. Und all diese Dinge, das schreiben mir immer wieder Zuschauer, die ihre Familie sagt, das kannst du doch nicht mehr. Wer sagt das? Wer sagt das? Und wen geht das was an? Und dass sie einfach mutig sind, ausprobieren und sich gar nichts drum scheren, ob sie jetzt ein paar Jahre älter oder jünger sind. Völlig egal. Es ist wirklich egal. Solange sie zu sich stehen, solange das eine komplette, wunderschöne Harmonie ist, machen sie es. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich eine ganz schöne Frisur kreieren, wenn Sie zu unzufrieden sind mit Ihrer jetzigen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir sagen, ob es funktioniert hat, dass Sie eine Frisur gefunden haben. Ich verlinke Ihnen noch meine Seite, wenn Sie noch mehr Tipps haben möchten, unter Umständen dann meinen Happy Aging Club. Und hier unten gibt es natürlich wie immer mein Buch. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Film.